Hi, heute möchte ich dir zeigen, wie du eine einfache Bewegung auf die verschiedensten Fitnesslevel anpassen kannst. Und los geht's. Viele Menschen glauben, dass wenn sie mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten, dass sie dann nur sehr begrenzte Übungsmöglichkeiten haben oder sie fühlen sich sehr schnell über- oder unterfordert. Das Geheimnis dabei ist einfach, dass man die verschiedensten Bewegungen auf sein aktuelles Level anpassen kann. Und dabei gibt es grenzenlose Möglichkeiten, wie man eben die verschiedenen Bewegungen abstufen kann und einfacher oder schwieriger machen kann. Im Fitnessstudio ist es ziemlich einfach, den Schwierigkeitsgrad zu variieren, indem ich zum Beispiel mehr Gewicht auflade oder weniger Gewicht verwende. Bei den Übungen mit Körpergewicht ist da schon ein bisschen mehr Kreativität gefragt. Ich brauche einfach ein gewisses Grundverständnis, wie mein Körper funktioniert und wie ich auch die verschiedenen Winkel und verschiedenen Positionen für mich verwenden kann, um eben meine Übung leichter oder schwerer zu machen. Und das möchte ich dir jetzt an einer sehr einfachen Übung zeigen, und zwar den Ausfallschritt. Im Fitnessstudio gibt es natürlich auch verschiedene Ausführungen des Ausfallschritts, aber die Standardausführung ist einfach ein Schritt nach vorne, im vorderen Bein abwinkeln, bis das hintere Knie fast den Boden berührt und dann wieder nach hinten. Und so eben im Wechsel, vorne und wieder zurück. Die Schwierigkeit der Übung bleibt grundsätzlich immer gleich und du kannst die Herausforderung einfach dadurch variieren, indem du mehr Wiederholungen machst oder du kannst auch zum Beispiel Gewicht aufladen. Wenn ich jetzt nur die Anzahl der Wiederholungen erhöhe, dann hat das auch nicht immer denselben Effekt, wie wenn ich jetzt die Übung an und für sich schwerer mache, weil durch die höhere Anzahl der Bewegungen bin ich eher im Kraftausdauerbereich und es wird eben nicht so sehr der Muskelwachstum angeregt, wie wenn ich weniger Wiederholungen mit einer höheren Belastung mache. Vor allem, wenn ich jetzt die Maximalkraft steigern will, dann muss ich die Bewegung mit einer möglichst hohen Belastung ausführen, wo ich nur 1 bis 2 Wiederholungen schaffe. Eine einfache Variante des Ausfallschritts ist für mich zum Beispiel das Drehen in die Side Lunges. Das heißt, wir starten in einem etwas breiteren Parallelstand. Ich drehe den Oberkörper nach rechts und setze das Knie am Boden auf. Dann drehe ich den Oberkörper nach links und setze das rechte Knie am Boden auf. Und somit haben wir schon eine Form des Ausfallschrittes, wobei ich zusätzlich durch die Drehung des Oberkörpers eine Rotation in der Wirbelsäule habe. Es ist auch koordinativ anspruchsvoller und auch die Hüfte wird durch die Drehung etwas geöffnet. Und je weiter ich den Oberkörper drehe, desto mehr Mobilisierung im Oberkörper habe ich auch und desto mehr Öffnung und Mobilisierung auch im Hüftbereich. Das Ziel war immer so, dass du zwischen 6 und 10 Wiederholungen schaffst. Dann bist du eben im Bereich der Hypertrophie des Muskelaufbaus, dass du einfach Kraft aufbaust, also dass die Kraft zunimmt. Wenn du mehr Wiederholungen schaffst, also so im Bereich 15 bis 25 Wiederholungen, bist du bereits im Kraftausdauerbereich. Das heißt, du wirst nicht mehr so viel Kraft aufbauen, aber deine Ausdauerfähigkeit im Kraftbereich wird steigen. Wenn du weniger Wiederholungen, also nur 1 bis 3 Wiederholungen schaffst, bist du im Maximalkraftbereich. Solltest du bei dieser Bewegung noch nicht ganz nach unten kommen oder sollte dir diese Bewegung zu schwer sein, dann kannst du sie ganz einfach leichter machen, indem du eben nicht ganz nach unten gehst, sondern die Bewegung einfach ein bisschen kleiner machst. Das heißt, die Bewegung kleiner zu machen, ist immer eine Möglichkeit, um die Bewegung auch einfacher zu machen. Wenn du dann eben merkst, dass deine Kraft steigt, dass dein Körper kräftiger wird, die Beine stärker werden, dann kannst du wieder etwas tiefer gehen. Und gehe hierbei immer so tief, dass du eben gut gefordert bist und ungefähr 6 bis 10 Wiederholungen schaffst. Wenn du dann merkst, dass diese Bewegung gut geht, wäre der nächste Schritt, dass du in die Lunges gehst, das Gewicht leicht nach hinten verlagerst und dann erst nach oben. Und du wirst hier merken, wenn wir das Gewicht oder die Gewichtsverlagerung leicht verändern, entweder nach hinten oder nach vorne, hast du eine andere Belastung auf die Beine. Das heißt, wenn ich mehr Gewicht auf dem hinteren Bein habe, ist das hintere Bein stärker belastet. Wenn ich mehr Gewicht auf dem vorderen Bein habe, ist das vordere Bein stärker belastet. Also auch allein hierdurch, durch die Gewichtsverteilung auf den beiden Beinen, kann ich auch wieder die Schwierigkeit der Übung sehr gut variieren und steuern. Also wenn diese Bewegung bereits
einfach ist, wo das Gewicht gleichmäßig verteilt ist, kann ich eben das Gewicht auf ein Bein verlagern oder mehr auf ein Bein. Zum Beispiel nach hinten oder eben auch nach vorne. Wenn das gut geht, kannst du wieder tiefer gehen oder das Gewicht noch weiter auf ein Bein verlagern. Zum Beispiel nach hinten, tiefer und hoch. Nach hinten und hoch. Eine weitere Möglichkeit, die Schwierigkeit zu steigern, ist es, den Winkel zu verändern. Also eben hier zum Beispiel etwas weiter zu drehen oder das Gewicht noch ein bisschen mehr nach vorne, noch ein bisschen mehr nach außen zu drehen oder hier auch einfach das Gewicht seitlich verlagern, noch etwas tiefer gehen und eben auch diese geraden Winkel, wie wir sie im Fitnessstudio oder auch bei Yoga und anderen Disziplinen lernen, diese Winkel ganz bewusst zu verlassen. Das heißt eben auch mal etwas schräg zu bleiben oder ganz bewusst übersteigen, runtergehen. Weil dadurch einfach die Gelenke auf möglichst vielseitige und abwechslungsreiche Weise belastet werden. Und das entspricht dann auch viel mehr dem Alltag, weil im Alltag werden wir nie diese perfekten Winkel haben, wie wir sie im Fitnessstudio trainieren, sondern wir bewegen uns im Alltag auf unterschiedlichsten Achsen, auf unterschiedlichsten Winkeln. Dann bücke ich mich diagonal oder muss mal das Gewicht mehr auf ein Bein verlagern, runtergehen. Oder eben mich etwas mehr aus dem Rücken bücken oder etwas nach hinten gehen oder etwas ausdrehen und nach unten gehen. Und wenn wir diese Winkel nicht in unsere Movement Sessions mit einbauen, dann können wir vielleicht auf diesen perfekt geraden Linien sehr viel Kraft entwickeln, aber unsere Gelenke, unsere Muskeln sind dann sehr anfällig, sobald wir diese Winkel verlassen. Dann passieren eben Verletzungen. Und dann sind wir nicht wirklich funktional und können uns nicht wirklich frei bewegen, weil wir uns immer nur auf diesen geraden Achsen bewegt haben. Wenn das gut geht und du auch bei dieser Übung unterfordert bist, kannst du noch tiefer gehen, bis zu den Pistol Squats, also einbeinigen Kniebeugen. Also auch hier wieder drehen, dann Gewicht nach hinten verlagern und hier jetzt ganz runter gehen und von unten nach oben drücken. Auch hier drehen, nach hinten absetzen, ganz runter gehen, das vordere Bein anheben und in der Pistol Squat hochgehen. Und solltest du auch bei dieser Übung unterfordert sein, also dass du mehr als 10 Wiederholungen schaffst, dann kannst du auch gerne die Bewegung etwas explosiver machen und aus der Pistol Squat dann abspringen. Also in die Pistol Squat und dann so explosiv wie möglich nach oben und einen Sprung. Und sollten dann wirklich auch die Pistol Squats für dich zu einfach sein, also keine Herausforderung mehr darstellen, und dass du da mehr als 10 Wiederholungen schaffst, dann kannst du immer noch eine Gewichtsweste mit dazu nehmen. Das heißt, dass du eben auch bei den einbeinigen Kniebeugen die Belastung weiter steigerst, dass du in diesem Hypertrophiebereich bleiben kannst. Du siehst also sogar beim Kräftigen der Beine, beim Oberschenkeltraining, kann man fast alles mit dem eigenen Körpergewicht abdecken. Nur wenn es dann wirklich in eine sehr hohe Leistung geht oder wo einfach schon ein sehr hohes Leistungsniveau da ist, wo einfach das eigene Körpergewicht nicht mehr ausreicht, um die Belastung weiter zu steigern, da machen dann Gewichte Sinn. Aber bis zu diesem Punkt kann ich alles mit meinem eigenen Körpergewicht abdecken. Und wie ihr jetzt gesehen habt, ist das sehr einfach möglich, indem ich eben zum Beispiel das Gewicht leicht verändere, indem ich etwas tiefer gehe, indem ich den Winkel verändere. Und dadurch kann ich sehr gut die Belastung variieren. Und diese Grundprinzipien funktionieren bei allen weiteren Bewegungen. Das heißt, es geht immer darum, die Übung so zu variieren, dass es eben auf dein aktuelles Fitnesslevel angepasst ist. Um das kurz zu veranschaulichen, nehmen wir als Beispiel den Animal Walk. Wir können hier mit dem Animal Stance starten, also einfach nur den Vierfüßlerstand, beginnen dann mit dem Anheben der gegenüberliegenden Hand und des Beines, einfach nur anheben und wieder absetzen im Stand. Wenn das klappt, können wir ein paar Schritte nach vorne machen und hier beginnen wir auch damit, dass immer drei Punkte am Boden bleiben
Das heißt, es bewegt sich immer nur entweder Arm oder Bein, weil dann sind die immer drei Kontaktpunkte am Boden und die Übung somit einfacher auszuführen. Und als nächstes können wir dann Arm und Bein gleichzeitig anheben. Also auch wieder, wir verändern die Gewichtsverteilung von drei Punkten auf zwei und somit ist dann eben mehr Gewicht auf diesen zwei Punkten und es wird ein bisschen herausfordernder. Im nächsten Schritt können wir wieder die Tiefe variieren. Das heißt, indem wir tiefer gehen, wird die Übung schon wieder anspruchsvoller. Und dann können wir sie noch weiter steigern, indem wir noch tiefer gehen. Ein Zwischenschritt kann es sein, dass wir im Animal Walk einfach immer wieder Push-Ups mit einbauen. Das heißt, wir gehen in den Vierfüßlerstand, Schritt nach vorne, Push-Up, Schritt nach vorne, Push-Up. Und auch hier haben wir immer wieder andere Winkel. Wir können zum Beispiel die Armposition vergrößern. Und schon haben wir eine andere Belastung. Wenn das gut funktioniert, können wir die Push-Ups auf einem Arm machen. Also auch wieder die Gewichtsverteilung verändern. Und wenn das gut klappt, können wir die Push-Ups auch auf einer Hand und einem Bein machen und haben somit auch wieder nur zwei Punkte, die Bodenkontakt haben. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anregungen geben, wie du mit deinem eigenen Körpergewicht deinen Körper optimal trainieren kannst und vor allem auch die Schwierigkeitsgrad variieren und somit auf dein aktuelles Level optimal anpassen kannst. Wenn du mehr Inspirationen möchtest, dann schau gern mal in meiner kostenlosen App vorbei. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß in der Umsetzung, bleib in Bewegung und werde dein eigener Meister.